Zum inzwischen 26. Mal öffnete am Donnerstag, den 15. September 2016, mit der Mecklenburgischen Landwirtschaftsausstellung MELA in Mühlengeetz die größte Messe Mecklenburg-Vorpommerns ihre Tore. Der Besucherstrom am ersten Tag zeigte, dass wohl auch im Jahr 2016 die Besucherzahl von knapp 70.000 aus dem Vorjahr erreicht werden würde. Und das sehr zur Freude der mehr als 1.000 Aussteller aus den Bereichen Landwirtschaft und Ernährung, Fischwirtschaft, Forst, Jagd und Gartenbau. Zu den Ausstellern zählte auch das mittelständische Unternehmen Sievershofer Traktoren aus Grischow bei Altentreptow, welches nicht zum ersten Mal auf der MELA präsent war. Wir, die Sievershofer Traktoren, sind seit 2005 auf der MELA in Mühlengeetz, um unsere Produkte dem Kunden nahezubringen, die neueste Technik vorzustellen. Wir sind sehr zufrieden mit dieser Messe und hoffen, dass dieses Jahr wieder ein erfolgreiches Jahr für uns werden wird. Erfahrungsgemäß sind Donnerstag und Freitag vorwiegend Fachpublikum und Schulklassen auf der MELA unterwegs, während am Wochenende viele Familien die Landwirtschaftsausstellung besuchen. Am Vormittag des Eröffnungstages hatte das dreiköpfige Team der Sievershofer Traktoren schon viele Gespräche mit interessierten Besuchern. Fachkundig stand auch Mitarbeiter Fred Eggebrecht für Fragen zur Verfügung. Bei VW Audi erlernte er den Beruf des Kfz-Mechanikers und ist heute als Landmaschinenschlosser eine feste Größe im Team der Sievershofer Traktoren. Auch für ihn ist die MELA immer wieder ein besonderes Erlebnis. Die MELA ist jedes Jahr wieder ein neues Erlebnis für Groß und Klein. Also wir können unsere neueste Technik ausstellen. Das, was wir haben, das sehen die Kunden. Und wir selber können auch, sag mal, auf den Markt gucken hier oder auch vor Ort gucken, wo wir stehen, sag ich mal, und was es überhaupt so alles an Neues, an Anbaugeräte, Zubehör und sowas alles gibt. Und es macht einfach Spaß, für jeden herzukommen. Die Sievershofer Traktoren hatten zur MELA 2016 insgesamt 15 Maschinen vor Ort. Am größten ist das Interesse sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich an Kleintraktoren. Und da waren die Besucher natürlich bei dem Unternehmen aus Grischow genau an der richtigen Adresse. Auch Kai Mewes Familie, Frau Melanie und Sohn Kimi waren an diesem Eröffnungstag in Mühlengeetz. Und der kleine Kimi wusste genau, wo er ist und was ihm hier besonders gut gefällt. MELA. Die Traktoren. Bei einem kleinen ersten Familienspaziergang über das Gelände zeigte sich, dass die MELA nicht nur Fachpublikum viel zu bieten hat. Für Groß und Klein gab es mal wieder viel zu sehen und zu erleben. Am Ende der MELA 2016 waren 7.700 Besucher zu Gast. Sowohl die Veranstalter als auch die Aussteller blickten wieder einmal auf eine erfolgreiche Veranstaltung zurück. Neben vielen anderen werden auch die Sievershofer Traktoren im nächsten Jahr wieder mit dabei sein.